Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Aimblocks. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich in Aimblocks drin bin. Das ist ein Shooter, der sieht ganz gut aus eigentlich. Huch. Aber die Leute scheinen hier noch ein bisschen zu laggen, wie es aussieht. Oh, jeder weg. Jeder Kopfschuss, minus 40. Oh, oh, ich bin tot. Okay, ich bin gestorben. Ich muss erstmal gucken, was das hier für ein Spiel ist. Mir wurde gesagt, das hier ist wie Fortnite in Roblox, aber das ist irgendwie nicht wie Fortnite. Das ist eher wie so ein... Das ist halt ein Shooter. Ich meine, wo ist das Bauen? Wo ist das Droppen? Hallo? Das sieht nicht aus wie Fortnite. Hey, jetzt habe ich eine Sniper. Ach, wir spielen so eine Art Waffenspiel. Okay. Okay, okay, verstehe. Und der ist schon umgefallen. Schade. Kann ich hier runterspringen? Was ist denn hier unten? Sterbe ich dann? Ah, nee, da fällt man nicht runter. Okay. So, ich habe eine USP und dann... Okay. Jetzt habe ich... Ist das ein Granatenwerfer? Was sind denn das alles für Waffen hier? Okay, es ist kein Granatenwerfer. Stirb, please. Ja, ich habe einen Revolver und ich bin tot. Friedensstifter, alles klar. Ich habe den Friedensstifter aber immer noch. Alles klar, okay, ich verstehe. Bam. Yeah. Und jetzt habe ich so eine Sniper hier. Oh, geht er weg. Oh, fallt nicht um, wenn ich euch im Visier habe. Ey, stirb. Nein, du musstest sterben. Ah, die Waffe macht keinen One-Hit. Ich muss vielleicht Kopfschuss machen damit. Okay, okay, okay. Wo sind meine Gegner? Da hinten ist ein Gegner. Oh, es geht schon wieder aus meinem Visier raus. Oh, die sterben immer, wenn ich sie sehe. Okay, ich habe jemanden, ich habe jemanden. Jetzt habe ich diese Waffe. Okay, jetzt habe ich eine MP7. Mit einer MP7 kann ich umgehen. Okay, jetzt habe ich eine MP5. Mit der kann ich noch besser umgehen. Oh mein Gott. Das Spiel, das ist voll gut. Also das Movement ist gut. Es lässt sich, das Schießen ist gut. Nur die Gegner, die replizieren halt manchmal ein bisschen laggy. Oh, das... Ist das ein Granatenwerfer? War das meiner? Taver. Okay, ich schieße damit einfach mal auf einen Gegner. Hallo? Oh, es ist vorbei, Niederlage. Okay, ich habe es leider nicht geschafft. Aber ich muss ja auch erstmal gucken, was das hier für ein Spiel ist. Okay, ich habe es nicht geschafft. Oh, ich bin vierter Platz aber. Das ist doch schon mal etwas. Okay, ach, jetzt kann ich hier ganz normal auf der Map chillen. Alles klar. Ach, und dann kann ich auswählen. Waffenbesitz, Zufallsmodus, Wettrüsten. Ach, das haben wir eben gespielt. Dann kämpfe mit deinen Waffen. Na klar. Machen wir mal. Wähle die Teamgröße. Was für Teamgröße? Ist mir egal. Ich gehe mal auf die Einstellungen und dann auf Codes. Aber es gibt ein paar Codes. Es gibt viele, viele versteckte Codes. Stand auf der Spielseite. Aber ich habe nur die Codes, die nicht versteckt sind hier. Und zwar einmal in Caps geschrieben. Likes. 177k. Redeem. Ja, dann habe ich 1000 Cash Money bekommen. Und dann dasselbe nochmal, aber nicht mit 177, sondern mit 165k. Redeem. Und nochmal 1000 Cash bekommen. Dann gibt es noch den Code. Poster. Und Success. 300. Okay. Das ist nicht so viel. Früher war das in Roblox-Spielen immer so, dass es gab immer einen Code, der hieß einfach nur Twitter. Der hat jetzt aber nicht funktioniert. Okay, darüber ist Roblox inzwischen hinweg. Ich habe leider keine Ahnung, was meine Waffen sind. Scheinbar eine 9mm. Warte mal, Waffen. Ich will andere Waffen. Ich will nicht mehr eine Pistole. Ich will, keine Ahnung, das hier. Open. Achso, ich muss öffnen für... Wo steht, wie viel Cash Money ich habe? Steht nirgends, wie viel Geld ich habe. Ich drücke mal hier rauf. Das geht nicht. Ich drück mal hier rauf. Das geht. Okay. Und ich habe eine Farmers. Ja, dann muss ich mit der Farmers spielen. So, Farmers. Ausrüsten. Spielen. So, und jetzt habe ich eine Farmers, mit der ich spielen kann. Los geht's. Kann man... Oh, man kann sliden. Das Sliden fühlt sich aber nicht ganz so geil an wie in anderen Spielen. Kann man slide hoppen? Oh Gott, ich glaube, man kann hier wirklich slide hoppen. Ich muss es nur lernen. Okay, okay. Oh, ich wurde gesniped. Oh Mann, ich wurde nicht gesniped. Ich wurde mit einem Raketenwerfer abgeballert. Alles klar. Okay, man kann irgendwie slide hoppen, aber das muss ich lernen. Vielleicht kann man seine Keybinds irgendwie noch anders setzen. Wenn ja, wäre perfekt. Oh, alles klar. Ha, ich habe jemanden in der Luft geholt. Aber krass, der hat so einen Raketenwerfer-Boost gemacht. Das geht auf jeden Fall auch in dem Spiel. Das Spiel sieht cool aus. Komme ich da irgendwie rauf, ohne mich mit Raketenwerfer oder so hoch zu boosten? Ich habe das Gefühl, ich komme da nicht rauf, ohne mich mit einem Raketenwerfer hoch zu boosten. Aber okay, okay. Okay, zwei Leute einfach weggecampt. Warte, ich muss nachladen. Ey, ich war gerade im Nachladen. Das Spiel ist aber sehr intuitiv. Das spielt sich sehr gut, das muss ich sagen. Das muss ich Daniel mal vorschlagen, weil Daniel spielt ja gerne Shooter. Und das ist ein Roblox-Shooter, der wirklich sich gut spielen lässt. Warte, kurz, lass mich in Deckung gehen, nachladen und weiter geht's. Und vor allem sind die Gegner auch nicht so krass in zum Beispiel Bad Business. Oh Gott, womit hat der mich denn weggeholt? Aber in Bad Business, da hat man irgendwie in jeder Runde einen Hacker und neben den Runden, in denen man Hacker hat, hat man dann auch solche Vollprofis im Gegnerteam. Und hier hatte ich bisher nicht das Gefühl. Bis jetzt waren die Gegner gar nicht mal so gut. Was bedeutet, dass ich mich viel besser gefühlt habe. Guck mal, ich mache Kills. Ich mache einfach Kills, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ich Kills mache, obwohl ich so schlecht in Shootern bin? Oh, ich will hier hoch. Nein! Ah, ich hing fest. Klettern muss noch. Also wenn die hier noch diese Klettermechanik einbauen, die es auch in Bad Business gibt, dann wäre es perfekt. Aber den treffe ich nicht. Jetzt ist er tot. Okay. Abgestaubt. Okay, das war ein Mate. Das war kein Gegner. Da ist aber ein Gegner. Ha. Okay.
Okay, es macht auf jeden Fall Spaß. Oh Gott, ich treffe nicht, ich treffe nicht. Gut, ich habe getroffen. Gott sei Dank. Ich habe übrigens mein Sichtfeld in den Settings auf 90 gestellt, weil jeder gute Spieler braucht ein Field of View von 90. Und es war standardmäßig auf 70. Also wer kommt denn auf diese Idee? 70er Field of View, pff. Okay, hier schießt jemand wie verrückt, aber nicht, weil er dann Gegner ist, sondern einfach nur, weil er schießen wollte. Alles klar. Hey! Ah, das ist... Oh! Ich habe den Gegner gar nicht gesehen. Man sieht den Gegner vor lauter Mates nicht. Da hinten ist er. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Sehr gut, sehr gut. Da oben sind dann noch weitere. Oh Gott, Gegner. Oh, ich war nicht vorbereitet. Ich war nicht vorbereitet, Leute. Ich kann mit der Famas echt nicht zielen. Das Ironside geht gar nicht. Also es geht schon, das Ironside. Aber es ist schon schwer, mit dem Ironside was zu sehen, weil guck mal, wie viel das verdeckt. Aber es war schon immer ein Problem bei der Famas in Spielen. Ich frage mich... Nee, ich frage mich eigentlich nicht. Haha! Gegner tragen auch alle so Samurai-Rüstung. Ist das ein Gegner? Mate ist gestorben, also ist da ein Gegner. Okay. Okay, okay. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare. Habt ihr schon mal was von Aimblocks gehört? Habt ihr das schon mal gespielt? Und wie findet ihr das Spiel so? Kennt ihr vielleicht andere Shooter, die noch besser sind? Weil das ist, würde ich jetzt sogar sagen, der beste Shooter, den ich bis jetzt in Roblox gespielt habe. Ich habe schon viele gespielt. Ich habe Poly Battle gespielt. Big Paintball. Bad Business. Oh Gott, so viele Gegner. Okay, ich war sowas von tot. Okay, okay. Ich habe keine Chance. Ich war gerade am Nachladen. Ihr könnt mich doch nicht von der Seite stürmen, wenn ich gerade am Nachladen bin. Aber in dem Spiel ist es, glaube ich, egal. Wenn ich Nachladen drücke... Guck mal, ich drücke Nachladen. Warte, ich schieße. Ich drücke Nachladen und ich kann einfach sofort weiterschießen. Aber trotzdem bin ich dann so paralysiert, weil in anderen Spielen ist man das ja auch. Nein, ich will... Oh, ich wollte hochklettern. Schade, ich wollte die von hinten rushen. Weil die haben Highground. Im Highground will ich mich gar nicht mit denen erst anlegen. Na gut, ich sterbe viel zu oft an denselben Gegnern, die an derselben Stelle campen, wenn ich jetzt hier hinlaufe. Oh, schade. Da hätte ich jetzt gern geguckt, wer gewinnt. Ich habe mal wieder nicht gewonnen. Ach ja, und ich bin Platz 5 dieses Mal. 19 Kills, 5 Tode. Ich muss... Nee, 5er Streak. Hier steht gar nicht, wie viele Tode ich habe. Alles klar. Hätte ich aber gerne gesehen. Ich würde aber sagen, ich hatte zu viele Tode. Es gab Stellen, an denen ich nicht hätte sterben müssen. Aber ich spiele sowieso sehr selten Shooter. Und da ich so selten Shooter spiele... Na, ich mache mal Zufallsmodus. Und, 4 Team Deathmatch. Das gibt's. Und ich möchte auf Sansibar spielen. Ah, Sansibar. So, ich gehe mal auf Waffen, dann gehe ich wieder auf Öffnen. Und ich kriege noch eine Farmbass, aber jetzt in Blau. Oh, war die schon vorher blau? Ich will nochmal. Waffen, Öffnen und Kunai. Okay, jetzt gehe ich auf Waffen. Kann ich meine Ausrüstung, Perks, Inventar? Ich habe keine Ahnung. Kill-Effects. Kann ich auch machen, okay. Wo kann ich meine Ausrüstung anpassen? Oder kann ich das jetzt nicht machen, weil das jetzt wieder ein Spielmodus ist, in dem ich... Okay, ich drücke auf Spielen. Wähle Team Blau. Und ich habe... Ja, ich habe einen M1911. Mit der M1911 muss ich jetzt Kills machen. Ich mag das nicht, Pistole zu spielen, wenn ich nicht eingespielt bin. Schaut euch das an. Ich habe einen Hit getroffen. Ja, ja. Okay, da muss ich durch. Da muss ich durch, Leute. Wo sind die Gegner? Ich will jetzt nicht über das offene Feld laufen. Ich gehe da wieder rein. Ich habe das Gefühl, dass... Doch, hier ist ein Gegner. Okay. Oh, Mist, Mist, der hat mich getötet irgendwie. Aber ich habe die Thompson. Das ist gut. Aber hat die Thompson eben Salven geschossen? Da schießt jemand mit der Shotgun von da hinten. So ein Idiot. Peinlich. Peinlich, wer mit der Shotgun auf die Distanz schießt, nicht wahr? So ein Anfänger aber auch. Also ich würde so etwas niemals machen. Ich spiele mit einer P90 und ich weiß, wie man mit einer P90 umgeht. Aber hätte ich eine Shotgun, würde ich doch niemals auf die Distanz schießen. Pff. Wo sind die Gegner? Ich laufe jetzt schon so lange rum, ich sehe keine Gegner mehr. Da hinten ist ein Gegner. Oh, mein Visier wird rot, wenn ich einen Gegner anvisiert habe. Das ist natürlich ein schönes Feature. Jetzt habe ich eine Bison. Oh, komm mal ran. Dankeschön. Jetzt habe ich einen Bogen. Ha, okay. Der Bogen ist cool. Ey, den würde ich gerne öfter spielen. Kann ich den irgendwie freischalten oder so? Oh, jetzt habe ich eine Armbrust. Okay. Okay, da habe ich verschossen. Aber der Bogen hat sich ja eben geil gespielt. Wow. Ey, wer auch immer diesen Shooter macht, der hat da richtig Arbeit dran gesteckt. Ich war am Anfang enttäuscht, weil mir wurde gesagt, das ist wie Fortnite in Roblox. Es ist halt nicht wie Fortnite in Roblox, aber es ist ein echt guter Shooter. Das macht echt Bock. Na, komm ran. Auch warum sterben die Gegner immer, wenn ich sie sehe? Mit der Armbrust habe ich auch nur einen Schuss, der muss sitzen. Wo sind denn die Gegner? Wirklich, wo sind sie? Ich sehe überall nur Mates. Hallo, please? Symbiolik dreht völlig durch. 5 Kills. Okay, cool. Ich höre Schuss, ich höre Schuss. Ist hier ein Gegner? Irgendwo? Die Gegner spawnen einfach nicht mehr. Die haben einfach keine Lust mehr, oder wie? Ja, Waffenspiel sollte man vielleicht nicht... Oh nein, ich habe daneben geschossen. Oh nee, jetzt hat er mich auch noch getötet. Och Mensch. Kaum sieht man Gegner, verschießt man. Aber das sollte man vielleicht nicht mit Teams spielen, weil sonst gibt es zu wenig Zielscheiben. Ha, okay. Jetzt habe ich eine neue Waffe. Die Gegner, wenn man sie trifft, dann laufen sie aber auch in Teams herum. Okay. Ey,
Oh, er hat mich mit der Armbrust geholt. Ehrenlos. Da konnte ich ja gar nicht gewinnen. Okay, okay. Jetzt, da hinten sind Gegner, aber die sind bestimmt schon tot, wenn ich da angekommen bin. Wobei, ein Mate ist gerade gestorben. Aber ja, der andere Mate hat überlebt, also... Ach Mensch, diese RFB ist wirklich schlecht. Kann ich nicht anders sagen. Die ist schlecht. Jetzt haben andere Leute Waffen, mit denen sie mich schneller töten können, als ich mit der RFB. Okay, ich hab... Jetzt habe ich eine Shotgun. Ich habe eine Spaß. Yeah, die Spaß, die macht Spaß. Das war... Die Spaß war eine meiner Lieblingswaffen damals in Bad Company. Aber wahrscheinlich nur wegen dem Namen. Ich hab damals immer gesagt, ja, Spaß macht Spaß. Als ich so ein kleines Kind war. Hör auf, mit dem Ding auf mich zu schießen. Okay, jetzt habe ich einen Revolver. Und ich wurde weggeholt. Aimblocks Revolver, yeah. Okay, ich brauche jetzt noch einen Gegner. Please, zeig mir einen Gegner, den ich töten kann. Mist, er ist tot. Och Mensch, mir wurde der Gegner gestealt. Ich brauche doch nur einen Gegner. Ah, oh, der Revolver macht nicht One-Hit, jetzt aber. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ah, Mist, ich hatte gerade die Scar. Oh mein Gott, ich habe die goldene Scar, Leute. Die Scar aus Fortnite. Seitdem ich Fortnite spiele, gab es die Scar nie, aber ich kenne die Memes. Okay, jetzt habe ich eine AK-47. Alles klar, mit der kann man auch spielen. Es geht so schnell. Oh Mist. Nein, es ist vorbei. Ich dachte, ich wurde getötet. Naja, okay, ich bin gar nicht weit vorne. Ich habe 14 Kills nur. Aber ich habe die meiste Zeit auch wirklich nur nach Gegnern gesucht. Aber ich würde sagen, das war's auch erstmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ich das hier mehr spielen soll. Ob ich das in meinem Livestream spielen soll, weil das macht echt Bock. Das war's erstmal mit dem Video. Bis dann und ciao.